Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Mordvorstellung auf meinem Kanal. Und zwar werden wir heute einen Ladewagen nehmen. Den könnt ihr, glaube ich, auf einer externen Seite nur runterladen. Ich verlinke euch die Seite natürlich in der Videobeschreibung. Das werdet ihr dann sehen. Und zwar findet ihr den nicht da drauf. Das finde ich etwas komisch. Also hier braucht ihr nicht nach Ladewagen, also da gucken. Da werdet ihr den nicht finden. Finden werdet ihr den unter diesem Trecker-Symbol da. Also unter Fahrzeuge und dann diesen, wie hieß das, Tonis Modus, Mods, wie komme ich auf Modus, egal. Und zwar ist das hier der Tool Shuttle 490S. Keine Ahnung, ob man den so ausspricht. Und ihr seht hier schon mal, für den braucht man knapp 300 PS. Der hat eine Ladekapazität von 50 bis 300 Kubik, also 50 bis 300.000 Liter. Fährt 25 km/h im Arbeitsmodus und wiegt 13,2 Tonnen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was man so konfigurieren kann. Also einmal kann man die Reifenvariante Trelleborg, Michelin, BKT, Fredestein und ja, das war's. Die Reifenvariante kann man nehmen und bei Michelin kann man hier noch Breitreifen draufziehen. Ansonsten kann man das bei Fredestein noch machen. Ja. Dann kann man eine Abdeckung drauf machen. Die bringt einem zwar nichts, sieht halt nur einfach nur anders aus. Ne? Also das hat eigentlich keinen Zweck, aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Und dann kann man hier bei Siliermitteltank, geht man entweder nur auf Ja, dann ist hier vorne ein Siliermitteltank. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie groß der ist. Das können wir nachher mal ausprobieren. Genau, dann kann man einmal auf Ja, da geht man auf Aufbau 1. Dann hat man 80 Kubik, sieht man da oben. Dann können wir auf Aufbau 1 plus Siliermitteltank. Dann haben wir einen Siliermitteltank und 80 Kubik. Weiter geht's Aufbau 2, 150 Kubik mit Siliermitteltank und ohne. Und dann haben wir den XXL-Aufbau 300 Kubik und den gibt es auch nochmal mit Siliermitteltank. Ja, Farben kann man hier so alles auswählen, was man möchte. Kann man auch hier gerne so machen, ne? Lass ich jetzt mal. Ne, ich glaube, das ist so, war der gar nicht. Ich glaube, der war eher so. Ja. Ja, dann kann man hier bei Designfarbe, das sind die Seitenwände, ne? Da. Designfarbe zweite hier, also das da, das dürfte das Teil hier vorne sein, kann ich mal gucken, eine andere Farbe, ja, das ist das, ne, also mit etwas anderen, das ist das, und dann die Felgenfarbe dürfte klar sein, ne, Kennzeichen kann man auch noch anbauen, ja, ich würde sagen, wir gucken uns den mal an. Ich habe mich mal hier in einen Holland reingesetzt und da steht er. Gucken einmal ganz kurz rum. Ja, so sieht er aus. Ja, das Bergmann-Dings ist jetzt weiß. Eigentlich ist es rot, habe ich gesehen. Warte, kann ich auch nochmal zeigen. Aber das kann man leider nicht verändern. Da seht ihr, das ist rot. Eigentlich aber gut. Das kann man jetzt, wie gesagt, nicht verändern. Von hinten sieht er so aus. Ja, ist halt ein Ladewagen, ne? Sieht aus wie ein ganz normaler. Ist aber kein ganz normaler, weil der kann halt 300 Kubik laden. Gehen wir mal wieder in den New Holland rein und dann sehen wir, mit N können wir den Ladewagen aufklappen. Und so sieht der von innen aus. Auch ganz normal. Und jetzt können wir den mal ganz kurz voll machen. Fahrzeug befüllen. Den wollen wir befüllen und wir machen jetzt einfach mal Gas rein. Und dann seht ihr, da steht wirklich 300.000 Liter. Und jetzt können wir mal den Siliermitteltank hier befüllen und dann seht ihr, da passen 40 Liter rein. Ja, das soweit. Der fährt, wie gesagt, 40 km/h, wenn man mit dem arbeitet. Und man kann es natürlich auch wieder abladen, ne? Also alles ganz normal. Dann gehen wir kurz auf das Feld da. Und dann seht ihr mal, wie viel das eigentlich ist. Also es ist nicht einfach nur so ein bisschen, nee, das ist wirklich ziemlich, ziemlich viel. Und jetzt können wir abladen. Und jetzt fahren wir ein Stück vorwärts. So Leute, ich habe das mal ganz kurz für euch abgeladen, im Zeitraffer natürlich. Ihr seht, das ist ein bisschen was, was da reingeht. Also, ja, wie gesagt, 300.000 Liter, ne? Das lohnt sich schon. Ja, und das ist eigentlich im
Großen und Ganzen der Ladewagen. Kann natürlich auch anschalten hier, ne? Haben wieder keinen Zugang zu diesem Land, aber egal. Da. Startet er dann und dann könnt ihr damit loslegen. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Ladewagen. Ladet euch den gerne runter. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.